Nein, 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 nein. Baby Khan? Oh, oh, oh. Baby Khan? Mein Bein tut weh und mein Knie und mein Fuß. Hey Leute. Was geht? Redest du mit mir? Ja, ich hab dich nicht gehört. Baby Khan hier. Mit Mama Danja. Hallo. Oh, ich freu mich wieder. Familie Wolke ist wieder zu Hause, im richtigen Zuhause. Ja. Mama Danja, ich muss trotzdem duschen und die Regeln haben sich da nicht geändert. Nicht reinkommen. Hä, hier ist doch extra eine Wanne. Ja, aber trotzdem, ich mag die nicht. Du kannst mich immer beobachten, das finde ich nicht in Ordnung. So. Oh, du hast Hunger. Du für heute schon Pläne? Ja, also, ich wollte jetzt kurz in die Schule... Dann auf den Spielplatz und dann komme ich schon wieder nach Hause. Ich wollte ja zu Hause ein bisschen helfen beim Aufräumen und so. Finde ich nett. Wir könnten auch mal in Angriff nehmen, demnächst mal hier unser Wohnzimmer zu gestalten. Ja, finde ich super. Also entweder das oder wir kaufen noch mal ein größeres Haus, bevor wir das machen, je nachdem. Ja, warten Aber wir mal ab. Aber erstmal... Also kauft ihr noch keine neuen Möbel, okay? Ja, kann ich hier eh nicht, weil du das Haus gekauft hast, weißt du? Stimmt. Okay, also ich fahre jetzt erstmal zur Schule. Ja, mach das. Richtig, okay. Mr. Fissi, keine Grüße von mir aus. Ja, mach ich nicht. Leute, also ich habe heute wieder was vor, aber... Psst, der darf das nicht wissen. Also ich bin jetzt gleich in der Schule und dann sehen wir uns später wieder, okay? Okay. So, ich gehe in der Zwischenzeit nach hier schauen. Oh, du. Ist das dieses Meerjungfrauenhaus? Du! Ist das das? Dann muss ich mir das mal angucken. Weil ich Hat Mama dann ja gesagt, dass ich so drauf sein soll. Wow. Das ist ja mega cool. So. Hallöchen. Ich glaub, immer noch so ein nicht. Haus müssen wir auch kaufen. So. Das ist ja super cool. Ein Apfel für mich. Also ich glaube, damit werde ich Baby Khan überraschen. So. Das ist ja der Hammer. Ich brauche einen neuen Zaubertrank. Und deswegen muss ich jetzt nach oben. Aber Mama Danja darf das nicht wissen. Wie ist es in der Schule? Ja, alles gut. Ich rede auch nicht mit Mr. Fissi. Du redest mit Mr. Fissi? Nicht mit Mr. Fissi. Hör mir doch mal zu. Gut. Solltest du auch nicht, das ist ein furchtbarer Mensch. Ganz, ganz furchtbar. Ja, so schlimm ist es dann auch nicht. Aber trotzdem, ich halte mich dran. Sehr gut. Okay? Besser ist. Gut. Oh, ich glaube, ich gehe jetzt mal ein Eis essen. Es war so aufreibend die letzten Tage wieder. Warum ist es denn so dunkel bei Elsa? Elsa, warum ist denn bei dir das Licht aus? Eieiei. Ich möchte das rote, das ist bestimmt Kirscheis und dazu Zitrone. Los jetzt! Und nochmal rot. Komm schon, der muss doch jetzt fliegen. Lecker! Oh, ich liebe Eis, aber ich glaube, ich nehme auch gleich noch eine Runde Eis für Baby Khan mit. Holst du mir Eis? Waldmeister, Waldmeister. Ja, natürlich hole ich dir Eis. Oh, danke schön. Ja, ich denke an dich, wenn ich Eis kaufen gehe. Okay, wir müssen uns jetzt beeilen. Ich brauche jetzt einmal sowas hier. Soll ich dich aus der Schule abholen? Nein, nein, brauchst du nicht, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Warum? Okay. Cool. Brauchst du nicht, also... Ich darf das neugeborene Vertrauen nicht missbrauchen. Deshalb, ich kann jetzt erstmal... Alleine von der Schule. Ich bin gleich am Spielplatz, okay? Oh, Leute, guckt euch das mal an, wie hoch ich springen kann. Oh, Mann, klasse. Am Spielplatz? Ja, warte, ich komm gleich. Nein, 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 nein. Au, 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 au. Baby Khan? Au, au, au. Baby Khan? Oh. Alles gut? Wo bist du denn? Oh. Wo bist du? Ich bin da bei der Brücke, wo es zu Justin geht und... Au! Warte, bleib, wo du bist. Was hast du gemacht? Warum tut dir was weh? Warum sagst du au?
gar nichts. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wollte mich nur hier ausruhen. Was ist passiert, habe ich gefragt. Los jetzt, raus mit der Sprache. Was? Gar nichts. Gar nichts ist passiert. Ich wollte einfach nur ein bisschen Spaziergang machen und dann bin ich gestolpert. Und jetzt... Oh, mein Bein tut weh und mein Knie und mein Fuß. Okay, warte. Aua. Hast du dir wehgetan? Ja. Was hast du denn gemacht? Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Also, was du gemacht hast? Ich bin spazieren gegangen und dann auf einmal bin ich gestolpert. Ja, ich gehe auch ab und zu spazieren, aber hier ist doch gar nichts, wo man drüber stolpern kann. Was ist denn passiert? Also, gut, du darfst aber nicht schimpfen, okay? Also, ich war oben und wollte mir einen Zaubertrank kaufen und dann bin ich aus Versehen runtergesprungen und dann hatte ich nicht diesen Schutz, wenn man da runterspringt. Zaubertrank her, jetzt. Ja, warte. So, ich hab noch was. Das ist nicht warum das Letzte. Warum muss denn das immer sein? Wir haben uns doch gerade erst wieder vertragen. Au, oh, das tut so richtig weh. Du bleibst jetzt hier sitzen? Hast du mir jetzt alle Zaubertränke gegeben, die du hast? Ja, ich hab nichts mehr. Ich gehe jetzt und spreche mit Dr. Hart, okay? Oh, ja! Hier kommt bestimmt gleich jemand rein. Wow, das tut so weh. Ich glaube, ich habe mir mein Bein gebrochen. Hallo, Schwester Knie. Ich muss mal eben zu Dr. Hart. Hallo, Dr. Hart. Baby Khan hat sich verletzt. Ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, er ist da bei dem Bungee-Ding runtergesprungen und hat sich wehgetan. Aua. Mama Danja, wo bist du denn? Ich warte. Dr. Hart müsste gleich zu dir kommen. Was macht denn der schon wieder? Das gibt's doch einfach nicht. Wir haben uns gerade eben erst wieder vertragen. Kannst du mich nicht zu Dr. Hart bringen gerade? Nein, du bleibst jetzt da liegen. Oh, das tut so weh. Ich wollte da nicht, also ich wollte da runterspringen, aber ich hatte nicht diesen Schutz und jetzt tut mein Bein auf einmal voll weh. Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Aber warte mal, das heißt auch, dass du dich jetzt um mich kümmern musst, oder? Ich muss mich eh um dich kümmern, weil ich deine Mutter bin. Aber es tut weh, es tut so richtig weh. Dr. Hart? Okay, Dr. Hart ist wieder da. Ja. Aua. Okay, also ist nur verstaucht, ja? Okay, und was heißt das jetzt? Was sagt Dr. Hart? Was sagen die Röntgenbilder? Okay. Ja, okay. Ich achte drauf, ja. Ja, ja, ich spreche auch nochmal mit ihm. Also. Aua. Ich will nach Hause. Ja? Ist es so schlimm? Ist es so schlimm? Komm ich hier nicht mehr raus? Dr. Hart hat mir gesagt, dass... Ich bin auf das Schlimmste vorbereitet. Knöchel verstaucht ist. Och nein, was heißt das jetzt? Also ich weiß nicht, was das heißt. Das heißt, dass du jetzt die nächsten 3-4 Tage nicht mehr auf dem Spielplatz zum Spielen gehen darfst. Und du darfst das Bein halt nicht so belasten. Woher weiß sie das? Vielleicht ist sie gar kein Doktor. Kannst du denn normal laufen? Nein, kann ich nicht. Es tut weh. Aha, also komm her jetzt. Du bekommst... Ja, ich hole noch so einen Apfel, den nimmst du dann regelmäßig. Der hilft wahrscheinlich ein bisschen gegen die Schmerzen. Und dann legst du dich bitte einfach mal ein paar Tage ruhig hin und machst keinen Mist, okay? Vielleicht hilft ja ein Zaubertrank, weißt du? Nein, der Zaubertrank hilft nicht. Aber vielleicht glaub mir, schon. Glaub mir, ich bin deine Mutter. Es ist doch ein Zaubertrank. Nein! Es tut voll weh. Wärst du da gewesen, wäre das nicht passiert. So, fertig. Wenn du ehrlich mit mir gewesen wärst, wäre das auch nicht passiert. Ja, okay. Hier ist das. Ist das Butterbrot für mich? Ja. Danke. Schmeckt auch gut. Natürlich schmeckt es gut. Hast du wahrscheinlich mit viel Liebe gemacht, ne? Nee, ja, Justin hat das mit viel Liebe gemacht. Ich wusste es. Ja, die von mir schmecken dir doch eh nicht. Da ist dir immer zu viel oder zu wenig von irgendwas drauf. Aua, das tut so richtig weh. Warum ist mir das jetzt passiert? Keine Ahnung. Du kriegst aber zu Hause jetzt gleich nochmal so einen Apfel. Der hilft dir gegen die Schmerzen. Und dann
Tut's mir leid, aber dann wirst du einfach die nächsten Tage liegen bleiben müssen. Ach, wieso? So, ab ins Bett. Jetzt kommt schon der Krankenwagen zu uns nach Hause, oder? Nein, ja. Bitteschön. Dankeschön. Und, hat's geholfen? Ja, ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Also, kannst du mich nicht zum Pool bringen? Kann ich nicht am Pool chillen? Ich gehe auch nicht ins Wasser, versprochen. Nein, du bleibst jetzt einfach. Einmal machst du jetzt bitte das, was ich dir sage, und bleibst in diesem Bett liegen und ruhst dich aus. Von mir aus mit allen Pets, die wir haben, es ist mir... Wo ist Bunny? Du? Ja, ich hol Bunny raus. Wo ist Bunny? Ich möchte hier nicht alleine Bunny. Sein. Ja, hallo, hier Bunny. Ist Bunny. Guck, Bunny ist auch müde. Aua. Ich mach das, glaube ich, nicht nochmal. Es tut mir leid, Mama Danja. Das war nicht so gedacht. Ja, das dachte ich mir schon, dass du dir aber das nicht... Aber ich wollte nur einen coolen Zaubertrank holen. Tja. Aber ich weiß jetzt Bescheid, ich mach das nicht nochmal. Muss ich jetzt wirklich die ganzen Tage im Bett bleiben, ja, oder was? Nein, du musst nicht im Bett bleiben, aber du darfst das Bein halt nicht belasten. Du musst dich halt von mir durch die Gegend tragen lassen. Ja, dann möchte ich jetzt zum Pool. Nein. Los! Ich möchte zum Pool. Nein! Wieso denn nicht? Weißt du was? Das diskutieren wir jetzt mal alleine aus, ne? Das müsst ihr euch nicht mehr antun hier. Oh gut, jetzt muss ich hierbleiben und jetzt kriege ich Ärger von Mama Danja. Leute, richtig. Also, ihr solltet auf eure Eltern hören, wenn die was sagen. Also, ich habe mal wieder das Schmerz... Also, ich habe mal wieder schmerzhaft erfahren, ne? Dass man das nicht machen sollte. Aber gut, ja. Ist nicht das erste Mal. Anders lernst du es ja anscheinend nicht. Nein. Leute, wir bleiben jetzt hier ein bisschen liegen. Ich darf ja anscheinend nicht, ne? Zum Spielplatz. Richtig. Und dann, Mama Danja. Sehen wir uns gesund beim nächsten Mal. So, und jetzt gibt's Ärger. Tschüss. Also, Baby Khan.